Deswegen habe ich mir einen selber Namen ausgedacht. Und Bardas ist jetzt nicht so viel besser irgendwie. Aber ich glaube, es gibt wenig Leute, die ihre eigenen Namen mögen. Würde ich mal so denken. Na gut, ich muss aber sagen, ich bin mit meinem Namen so, wie er ist, zufrieden. Und ich muss sagen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwie anders heißen wollte. Ja gut, das kann man sich, glaube ich, auch so nicht vorstellen, aber... Aber ich... Ja klar, also, aber also, wie gesagt, aber so bin ich mit meinem Namen eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich würde jetzt gerne so und so heißen. Paul zum Beispiel. Paul zum Beispiel, genau. Also Paul wäre jetzt zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, ja... Nee, ist jetzt kein Wunschname von mir. Ja, aber Wunschnamen, gibt es sowas? Ja, man kann sich ja wegen seelischer Grausamkeit vor Gericht seine eigenen Eltern verklagen und sich umbenennen lassen oder so, glaube ich. Echt? Kann man bestimmt machen, weiß ich nicht. Naja, also kannst in Amerika ja, bestimmt, sagen wir es mal in so. In Amerika kannst du alles anklagen, ne? Das ist okay. Ich würde es aber andersrum machen. Weil wir leben hier in einem Flussgebiet, ne? Soll heißen, es ist halt eigentlich vom Aufbau her klüger, unten den Stein zu haben und oben das Holz, dass sich das Holz nicht vollsaugt und morsch wird praktisch. Ja, Wayne, Hauptsache es sieht gut aus. Nee, also wie gesagt, ich finde auch so rum sieht es irgendwie jetzt nicht so toll aus. Also ich würde eher diesen Stein als Fundament nehmen und das Holz dann als... Als Wand? Als Wandfüllung, ja. Dann musst du mal eben eine Spitzhacke und... Ja, wobei eine Spitzhacke habe ich noch, aber dann musst du mal eben eine Axt zücken. Okay, dann zücke ich die Axt. Ich habe nämlich keine mehr. Ich hacke hinter dir her, Junge. Yeah. Boah, ich würde sagen, wir machen heute eigentlich gar nicht so lange, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Gleich um 2. Es ist gleich 2 Uhr morgens, ja? Wie lange nehmen wir schon auf? Wann haben wir angefangen? Ich glaube 12 rum, oder? Ja, aber wir haben ja ein paar technische Probleme gehabt und so. Mit Problemen zwischendrin, ja, also... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber, na, wir gucken mal. Ich würde lieber ein bisschen weniger machen und dann lieber ein bisschen öfter spielen. Das war ein bisschen mehr up-to-date, stimmt auch wieder. Ist eigentlich ja, keine schlechte Idee. Dann bauen wir jetzt noch das Musterhaus fertig. Genau, und bauen noch das Musterhaus-Küchen-Fachgeschäft mit rein. Da gab es damals so eine beschissene Radiowerbung bei uns. Ach nee, echt jetzt? Also die gab's, glaube ich, überall. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, irgendwas stimmt hier auch gerade nicht. Musterhaus, Küchen, Fachgeschäft. Ja, das ist so ein Werbeslogan, der brennt sich so in deinem Hirn fest irgendwie. Weil dich einfach ankotzt. Den wirst du einfach nicht los, den Penner. Guten Tag, ich bin der Nervsack. Was kann ich für Sie tun? So, ich habe auch keine Cobblestones mehr, merke ich gerade. Also ich finde es ja andersrum irgendwie geiler, muss ich sagen. Bisher also wie zumindest. Gesagt, also ich finde es halt einfach auch von der Logik her ist halt einfach, ne? Ja, Logik, who cares und so. Und ich muss sagen, ich finde es halt auch irgendwie nicht so hübsch, wenn die Bretter so die Begrenzung am Rand sind. Also ist schon okay, keine Frage. So, ich gehe mal ein bisschen Stuff holen, oder hast du doch Stuff? I have the good shit. Nee, eigentlich nicht. Also so. 14 Cobbles. So und Zeug eben. Wie gesagt, zu wenig Cobbles und, sag mal. Da kannst du ruhig was mitbringen. Ja. Moin. Hui, hui, hui. So. Boah, da bin ich aber mal gespannt, was wir da aus diesem Flussdorf machen. Flusstal praktisch, aus dem Flusstal, wie das dann wird, ja. Wie es im Grunde dann im Endeffekt am Ende sich entwickeln wird. Aber ich denke mal, das wird schon cool. Das glaube ich auch, allerdings. Bin sehr, sehr gespannt. Huch. So, einmal da. Einmal da. Was haltet ihr denn von der Idee? Also, ihr merkt schon, wir wollen ein bisschen mehr Aktionen von euch, ne? Also... Ruhig mal her mit der Meinung. Was haltet ihr von diesem Dorf, ne? Also, vielleicht könnt ihr das ja euch das auch so ein bisschen bildlich vorstellen, wenn man sich da oben mal hinstellt. Ich lasse den Ball das mal eben da alleine bauen. Warte mal. Nein, ich warte gerade nicht. Halt, gib mir Cobblestone. Achso, hier. Ich warte doch. Da, bitte. Und, hier hast du noch welchen. Okay, lass mich alleine. Piss dich, du Arschloch. So, ich stelle mich jetzt mal hier oben drauf.
So, und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn jetzt hier so ein paar Bäume weg sind, so links und rechts, je nachdem. Ne? Die Bäume sind dann weg und da stehen dann halt so diverse Häuser in verschiedensten Himmelsrichtungen aufgestellt und so. Jetzt nicht alle mit der Tür zum Flussufer und so Mist, ne? Sondern das halt alles schön verteilt und das dann vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiter ins Land hinein. Und dann auf der anderen Seite könnte ich mir die Kirche ziemlich gut vorstellen, fällt mir gerade ein, Balas. Das könnte man zum Beispiel auf die andere Flussseite machen. So gegen den Berg gelehnt quasi, weißt du? Am Berg lang und dann so ein bisschen so an den Friedhof, an den Berg dran, ja? Ja, genau. Das hätte was. So mit einigen, wie nennt man die denn noch? Grabkammern hätte ich fast gesagt. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Mit einigen Grüften drin. Grüften, ja. Boah, wie geil wäre das denn bitte? Und auf dem Berg oben könnte man, da steht übrigens eine Kuh. Da könnte man eine Kuh hinstellen. Auf dem Berg oben könnte man so eine Privatresidenz der Bürgermeister machen. Da könnten wir unser Herrenhaus noch hinbauen. Ganz oben auf dem Berg kommt ganz klar ein Shaolin-Kloster. Ah, stimmt, aber das passt hier überhaupt nicht ins Bild. Das müssen wir mal woanders hin machen. Nein, das kommt genau dahin. Nein. Auf dem Berg. Auf jedem Berg ist ein Shaolin-Kloster. Nein, aber da könnte man auf jeden Fall auch noch was machen. Und ich glaube, da drüben würde eine Kirche ziemlich geil ausschauen. Ja, vor allem, wenn du da unten durch das, warte mal, wenn du hier über den Pfad dann praktisch kommst, hier rüber. Tüdelü, warte mal. Guck, hallo, hier bin ich. Wo bist du? Also, wenn du hier lang kommst und dann da praktisch erstmal auf die Kirche zuläufst, dann können wir hier direkt eine Brücke drüber machen noch gerade. Ja. So zur Kirche dann hin praktisch. Nee. Also der Weg gabelt sich hier praktisch einmal Richtung Dorf, also einmal Richtung einer Dorfseite und einmal zur anderen Dorfseite, wo dann halt die Kirche und so mit ist. Doch, ich glaube, da können wir schon was Schönes draus machen. Das wäre schon ziemlich episch. Ja? Sollte ich mir das aufschreiben? Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Du kannst doch gar nicht schreiben. Doch, kann ich. Ich muss nur mein Buch finden. Deswegen rödelt es jetzt hier gerade ein bisschen. Das ist ein bisschen eingestaubt. Ja. Yubi sucht ein Buch. Weil ja. Yubi kann schreiben, aber nur in Büchern. Also ihr müsst das jetzt gerade mal ein bisschen ertragen. Hier, wir planen jetzt gerade so schön. Und bevor die Idee nachher irgendwie nach einem Bier später dann verflogen ist. Was steht hier? Borderlands-Projekt. Aha, ja. Da, Minecraft-Ideen. So, Moment. Ich schreibe mal ein bisschen, Balas unterhält euch so lange. Echt? Ich unterhalte euch? Okay, ich unterhalte euch. Fühlt euch unterhalten. Ich mach Pause. Das klappt ja ganz famos. Ja, klar, so bin ich. Jetzt habe ich übrigens gerade mein Heft erstmal so geschrieben. Das ist auch episch irgendwie. Ich bin so stolz auf dich, Yubi. So, ich muss gerade ein bisschen Erde abbauen, weil ich habe nicht genug Erde da. Und das so zu machen, wie ich es gerade plan. Lü, so, la, la, la. Ach ja, dann kann man so schon noch sagen, wenn ich dieses wundervolle Gerätchen habe, was hier, sag mal, auch für Konsolenaufnahmen dann taugt, würde es mich auch mal interessieren, gibt es vielleicht irgendwelche Konsolenspielwünsche, was ihr gerne sehen würdet? Also je nachdem, wenn mir die Idee gefällt, wenn ich das Spiel vielleicht auch sogar da habe und soweit. Heavy Rain. Ja, wenn ihr da Vorschläge habt, dann lasst mich das doch hören. Heavy Rain nicht. Magst du nicht? Es soll, also was ich so gesehen habe, was ich auch gehört habe, ne, es soll ja spielerisch, soll es ja ganz nett sein, die Story soll nicht schlecht sein, aber am Ende wird es halt echt abgedreht, einfach nur. Ich finde, das geht in dem Spiel eigentlich noch, also. Also ich weiß nicht, Heavy Rain, was war noch von denen, da gab es ja noch was. Fahrenheit ist noch von dem Macher. Fahrenheit, genau. Aber Fahrenheit wird schlimmer. Und dann gibt's da ja noch das kommt ja erst noch raus, was sie da schon angekündigt haben, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Beyond Two Souls. Ja, genau, Beyond Two Souls. Oder ist es draußen? Ich weiß es nicht. Nein, das ist noch nicht, aber auf das freue ich mich, ehrlich gesagt. Hast du da einen Teil gespielt davon, oder was? Nein. Okay. Aber ich habe mir einige Trailer reingezogen und finde das bisher ganz cool. Ja, die Trailer sind schon ziemlich cool, wie sie da beim Polizisten da in dem Revier ist, ne? Und dann erstmal so, ne? Rumlabert. Also, wie die beiden dann da erstmal so am Rumdiskutieren sind, das ist schon ziemlich nett gemacht, ja, aber. Ich weiß es nicht. Da hast du halt so schon die Grundlage, dass es so ein bisschen so eine, ich sag mal, Psycho-Story ist, so mit so ein bisschen, sag mal, Science-Fiction-Elementen. Ja. Das hast du halt, soweit ich das ja mitgekriegt habe, so bei, Fahrenheit und dem anderen,
Ich hab's schon wieder den Namen vergessen. Ich bin voll gut vorbereitet. Heavy Rain. Heavy Rain, genau. Hast es ja nicht so unbedingt gegeben. Da hast du ja eher am Anfang eine relativ realistische Story, wo auf einmal so ein bisschen so Psycho-Elemente mit reinkommen, so von wegen Science-Fiction-Zeugs und so. Ja, bei Fahrenheit gar nicht mal so. Ja, weiß ich. Entschuldigung, bei Heavy Rain meine ich gar nicht mal so. Ja gut, ich kann es auch nicht genau sagen. Ich habe keinen von beiden Teilen gespielt und keinen wirklich gut verfolgt, also keinen wirklich verfolgt, ne? Also. Ich habe mir halt Let's Plays angeguckt. Ich kann schon ein bisschen was dazu erzählen. Aber bei Heavy Rain, naja, okay, das war schon ein bisschen seltsam, wer dann nachher dann da alles der Mörder war und so, aber ansonsten. Also für, ich muss aber auch zugeben, wenn ich Let's Plays gucke, dann bin ich auch immer so ein bisschen Brain auf Kaff. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht so hundertprozentig verstanden. Das kann auch sein. Das ist auch immer die Sache, ne? Und wenn ja, man selber spielt, kriegt man ja vielleicht auch so ein paar Hintergrundplot-Dinger oder so mit, die man halt so beim Gucken vielleicht nicht ganz so mitkriegt. Ja, eben. Also, und deswegen, ich bin vor allen Dingen meistens, wenn ich Let's Plays gucke, dann auch immer nebenbei noch abgelenkt, chatte nebenbei oder was weiß ich, was ich dann auch so nebenbei tue. Kinder kriegen. Zwei. Ne, also deswegen vielleicht habe ich das Ende auch einfach irgendwie nicht ganz mitbekommen. Ja gut, also wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ich habe nur immer wieder mal gehört, so wenn ich hier, was weiß ich, ich glaube Giga zum Beispiel, schaue ich ja auch ab und zu mal ein bisschen rein, also auf dem YouTube-Channel mit, ne? Ja. Und die haben halt auch irgendwie, also die hatten dann auch irgendwie gemeint gehabt, so von wegen so, ja hier, ne, sind zwar nette Spiele, aber am Ende werden sie halt immer alle ein bisschen abgedreht. Ja, also bei Fahrenheit kann ich dir sagen, da war es ganz schlimm. Ja gut, das, wie gesagt, weiß ich so nicht genau. Hast du noch Birkenholz? Warte, ja, brauchst du Treppen, oder? Nee, normales. Und ein paar Treppen noch, ja. Ja, so, dann bau dir da das Treppen, wenn das passt. So. Scheiße, ich hab die Treppe verkackt. Nee, ich will das hier gerade einfach nur mal testen, ne? Das ist ja wie gesagt nur ein Musterhaus, an dem wir dann immer mal wieder rumwerkeln, bis wir einfach zufrieden sind mit denen. Und dann halten wir die Häuser einfach in dem Stil und formen die dann aber immer wieder unterschiedlich, würde ich sagen. Ja, dann kann man da ein bisschen von den Formen her variieren, das ist ja alles drin immer. Dass man da auch mal ein bisschen flexibel das anpasst, ne? Weil das ist jetzt gerade einfach so ein absolutes Standardhaus, was wir erstmal hinsetzen. Da wohnt zum Beispiel der Herr Standard, ne? Der Herr Max, genau. Mustermann. Herzliche Grüße übrigens an Herrn Max Mustermann. Sie haben, wenn er gerade zuguckt, genau. Respekt, Alter, Respekt. Dich kennt jeder auf der Welt, also in Deutschland. In der deutschen Welt. Wer kennt sie nicht, die deutsche Welt? Ich weiß es nicht. Ach man, diese Treppen, ich hasse doch Treppen. Hab ich das schon mal erwähnt? Nein. Aber gut, dass du sagst, das wollte ich gerade zum Beispiel nachfragen, ob du vielleicht Treppen magst. Nee, Treppen finde ich zum einen scheiße zu begehen und zum anderen scheiße zu setzen. Aufzüge sind viel besser, ne? Genau. Wer mag sie nicht? Aufzüge. Hey, Aufzüge sind klasse. Was machst du da eigentlich gerade? Ich habe hier gerade so ein bisschen Lehm abgebaut. Ah, okay. Und versuche hier gerade wieder das Loch zu flicken, was ich dabei in den Fluss gerissen habe. Mann. So, ich hab's geflickt. Sieht fast aus wie neu. Also nicht. Doch, fast wie neu. Und Bäume fällen. So. Was sagst du so? Also, von der Grundidee her? Ja, wir müssen es vielleicht dann einen Block tiefer setzen, sodass der Boden praktisch, also das Fundament im Boden auch richtig drin ist. Weil wenn der Eingang halt so eine Ebene höher ist, finde ich, sieht nicht ganz so geil aus. Wäre aber auch gar nicht so verkehrt fürs Flussdorf. Ja, gut, stimmt. Hätte dafür auch wieder was, wenn du es so siehst, ja. Man könnte es auch so ein bisschen auf so Stelzen bauen. Ja, aber dann bräuchten wir echt einen größeren Fluss. Ja, A, einen größeren Fluss und B, es würde, glaube ich, nicht so ganz mit dem Minecraft-Prinzip funktionieren. Weil wenn man zum Beispiel einen Zaun oder sowas, was halt doch schon ein schöner Pfahl wäre, finde ich, so zum Abstützen, würde es ja das Wasser komplett vertreiben rundherum. Ja, stimmt, ja. Das ist das Problem da dran. Ja. So, aber das mal eben zum Musterhaus. Also ich habe gerade einfach nicht mehr Materialien dafür. Ja, aber so finde ich es eigentlich ganz okay, ja.
Ja, ich denke auch, also ist halt abwechslungsreich und ich würde es aber so machen, dass man durchaus, ja gut, lässt man den unteren Rahmen jetzt sehen, ja, es sieht eigentlich auch nicht so schön aus, ne? Ja, wenn der Boden versinkt und dann hast du so diese Stützen aus Cobblestone, das sieht wahrscheinlich schon besser aus. Ja, also vielleicht eine Ebene tiefer dann. Ja. Und dann müssen wir uns aber mal ein bisschen was Cooleres überlegen, weil wir können nicht immer nur solche standardlangweiligen Häuser bauen. Irgendwie so ein bisschen mehr Dekoration und sowas, alles auch von außen schon. Also jetzt einfach mal so, ich finde, so sieht es von der Höhe her doch irgendwie besser aus. Ja, finde ich auch. Wenn es so dann versteckt ist. Okay, dann machen wir das so und ich würde sagen, Leute, wir machen uns da doch mal einen Kopf drüber und gehen jetzt erstmal irgendwas anderes machen. Schlafen da mal noch eine Nacht drüber, ne? Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Wir werden ja, wie wir gesagt haben, jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen kürzere Sessions einfach einfügen und ein bisschen offscreen farmen. Genau, würde ich auch sagen, dass wir dann auch mal ein bisschen meinen gehen offscreen und sowas alles. Wenn da jemand was dagegen hat, dann kann er natürlich gerne sein Veto einlegen, haben wir überhaupt kein Problem mit. Dann machen wir es auch gerne wieder so, dass wir euch mitnehmen dazu, aber das könnt ihr jetzt entscheiden. Genau, also, ne? Also ich würde sagen, ich auch. Soll es für heute das gewesen sein? Genau, richtig. Und dementsprechend sage ich mal Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.